will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Viele von euch kommen jetzt höchstwahrscheinlich neu dazu, weil sie auch schon auf einen der Höhepunkte am Abend gewartet haben, auf den Steffen Geier. Ich glaube, du stellst dich am besten selber vor. Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Steffen, auch bekannt als Usual Red Arm. Ich bin Hanfaktivist, Drogenpolitiker, einer der Organisatoren der Berliner Hanfparade und habe unter anderem den Berliner Piraten geholfen, ein suchtpolitisches Programm zu schreiben, das den Namen auch verdient. Ja, also du wirst immer wieder lobend erwähnt, dass du bei uns als Experte sozusagen mit tätig warst. Das ist ja ganz angenehm, dass die Piraten zumindest verraten, mit wem sie zusammenarbeiten. Das unterscheidet sich von SPD und CDU und solchen Organisationen, die das dann in den Hinterzimmern regeln. Also ich hoffe, das wird auch in Zukunft so bleiben und dass es sich nicht dann irgendwann verlagert, sondern, also das gefällt mir schon auch an Piraten, das ist ein bisschen lockerer und ja, wenn das der politische Feind jetzt mitbekommt, soll er sich auch an Quellen bedienen, das ist auch irgendwie Open Source. Also liebe SPD oder ja, CSU. Ja, ich bin da offen, ich spreche mit jedem, der Interesse an ehrlichen Gesprächen und ergebnisoffenen Diskussionen hat. Habe auch mit Piraten sehr intensiv diskutiert und gestritten, gibt da durchaus mehrere Meinungen. Aber da muss man halt Argumente austauschen. Das funktioniert ganz gut. Gut, dein eigentliches Hobby ist sozusagen, beziehungsweise deine politische Motivation ist die Hanfparade oder Legalisierung von Hanf? Ja, Legalisierung von Cannabis ist der erste Schritt, um der nicht konsumierenden Bevölkerung zu zeigen, dass da eine andere Politik möglich ist. Dass die Welt nicht untergeht, wenn Cannabis legalisiert wird, wird helfen, den Konsumenten anderer Rauschmittel auch unter die Arme zu greifen. Weg von der Kriminalisierung hin zu safer use, Risikominimierung, sowas in der Art. Einige unserer Zuschauer wissen damit garantiert schon, was gemeint ist. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz vielleicht ein paar Regeln bei safer use, was das ist und Harm Reduction, das vielleicht mal erläutern, was damit gemeint ist in der Drogenpolitik? Dann lass mich mal andersrum anfangen und den Status quo klären. Wir haben ja im Moment eine sogenannte Vier-Säulen-Politik, das heißt, es gibt da schadensminimierende Maßnahmen, es gibt präventive Maßnahmen, es gibt Maßnahmen der Wiedereingliederung, Suchttherapie und ähnliches und es gibt die Repression. Dummerweise macht aber die Repression so irgendwas zwischen 80% und 90% der Maßnahmen aus, das heißt, draußen auf der Straße kommt praktisch nur repressive Drogenpolitik an. Also der Versuch, Angebot und Nachfrage nach Rauschmitteln zu reduzieren, indem man mit Staatsanwalt, Polizei, Gefängnis droht. Das gibt es jetzt in Deutschland seit 40 Jahren und führt zu einer Menge Probleme, die wir mit den Substanzen alleine nicht hätten. In erster Linie kennt der Schwarzmarkt keinen Jugendschutz. Das ist für Kinder und Jugendliche, die besonders gefährdet sind, Abhängigkeitserkrankungen und sowas zu entwickeln, halt ein besonderes Risiko. Wir haben ein ganz massives Problem mit Streckmitteln, unbekannten Dosierungen und solchen Sachen, die dann zum Beispiel den Tod des Konsumenten verursachen können, wenn die Droge auf einmal besonders rein ist oder die Begleiterkrankungen bringen, die Konsumenten mit sauberen Substanzen nicht hätten. In Berlin insbesondere ein Problem seit 2006, gestrecktes Marihuana mit Glassplittern oder Zucker oder Düngemitteln oder künstlichen Zusätzen wie Flüssigplastik, verunreinigtes Marihuana, dass das eigentlich harmlose Genussmittel mit einer zusätzlichen Gesundheitsgefahr sieht. Und was für Nichtkonsumierende dann vielleicht der kritische Punkt an der Sache ist, Repression ist wahnsinnig teuer. Wir investieren in Deutschland jedes Jahr 2 Milliarden Euro in repressive Maßnahmen mit einem Effekt, der eher zu Lasten der Gesellschaft und der Konsumierenden geht. Auf der anderen Seite könnte man mit einem legalen Cannabismarkt ganz erhebliche Mengen an Geld, vermutlich auch so 1 bis 2 Milliarden Euro pro Jahr, an Cannabissteuern, Mehrwertsteuern, Sozialversicherungsbeiträgen und sowas generieren. Und darüber aufzuklären, das ist so ein bisschen mein Job, meine Berufung.
Ja, du bist sozusagen ein bisschen Lobbyist. Ich bin Lobbyist im positiven Sinne. Ja. Ich stehe im Vorraum, weil sie mich nicht in die Parlamente reinlassen und verteile da meine Broschüren, versuche. Aber du machst es offen und du reichst kein Geld aus, um Politiker zu überzeugen, hoffe ich. Ja, schon mal kein Star ist. Und wenn ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt eine Million hier rumliegen würde, käme ich vielleicht in Versuchung. Aber bisher bin ich froh, wenn ich Aufklärungsarbeit finanzieren kann. Und dann hat das für mich schon eine Priorität. Ich bin auch ein Lobbyist für Konsumenten, nicht in erster Linie ein Lobbyist für Politiker. Weil mein Job ist es nicht primär, mit Politikern zu sprechen, sondern das ist so ein Abfallprodukt, weil ich mit Konsumenten erreiche, weil ich mit normalen Menschen kommuniziere, weil Eltern von Cannabiskonsumenten mich anrufen, wenn die bei ihrem Kind einen Haschkrümel finden, weil sie halt der deutschen Hauptstelle für Suchtfragen nicht glauben oder Angst vor der örtlichen Suchthilfeeinrichtung haben, weil die mit der Polizei angeblich zusammenarbeitet, solche Sachen. Ja, das ist doch eigentlich unglaublich, dass Eltern anrufen und sagen, ich vertraue der offiziellen Stelle nicht. Ja, die sind halt auch mal jung gewesen und haben festgestellt, dass Präventionsarbeit in Deutschland fast ausschließlich mit dem erhobenen Zeigefinger gemacht wird und der Anteil Konsumenten verschwiegen wird, der ohne Probleme oder mit überschaubaren Problemen Rauschmittel konsumiert. Und das ist unglaubwürdig, das begreift auch der böswilligste CDU-Politiker hat verstanden, dass Drogenpolitik, wie wir sie betreiben, nicht funktioniert. Da muss man nicht mal ins Ausland gucken, aber gerade wenn man nach Mexiko guckt, wenn man nach Afghanistan guckt, da sieht man, dass diese Politik, wenn man sie dann logisch konsequent zu ihrem Ende fortsetzt, viel mehr Nichtkonsumenten schadet, als das legale Cannabis je könnte. Jetzt mal eine Frage bzw. eine Aufklärungsgeschichte auch für unsere Zuschauer. Das ist schon, das wird vielleicht auch ab und zu mal bei uns in der Piratenpartei ein bisschen verwechselt. Nicht jeder Lobbyist ist tatsächlich ein böser Lobbyist, sondern es geht uns, glaube ich, einfach schon sehr darum, was im Geheimen passiert und was mit Geld dann gesteuert wird. Und ich glaube, niemand hat was dagegen, dass jemand offen sein Anliegen vorträgt und auch sich organisiert, um dieses Anliegen vorzutragen. Jetzt mal eine andere Dimension des Ganzen. Eigentlich hat ja 1998 das Bundesverfassungsgericht gesagt, es müsste was geregelt werden. Das war 1994 das berühmte Cannabis-Urteil. Ja. Da ging es darum, ob das Hanfverbot vielleicht verfassungswidrig sein könnte. Das hat ein Richter aus Lübeck vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen lassen. Und das Verfassungsgericht hat damals nicht den Mut gehabt zu sagen, das Hanfverbot ist verfassungswidrig, sondern es hat gesagt, es ist schon okay, dass der Staat gleich gefährliche Substanzen unterschiedlich behandelt, aber er muss die Möglichkeit nutzen, Delikte, die ausschließlich für die Eigenversorgung sind, also der Erwerb und Besitz von Cannabis für den eigenen Bedarf, da muss es eine straffreie Lösung geben. Die bietet das Betäubungsmittelgesetz über den Paragraphen 31a, das Absehen von der Strafverfolgung. Und das hat zu dem Mythos geführt, dass ein bisschen Cannabis erlaubt sei. In Wirklichkeit wird er trotzdem ermittelt und dann für den Papierkorb ermittelt. Wenn ich mit Polizisten zu tun habe, über die Demonstrationsorganisation und sowas, ergibt sich ja das fast zwangsläufig, dann sagen die mir vielfach, dass sie das viel mehr stört, dass sie dafür im Papierkorb arbeiten, als sie das überhaupt gegen Drogen vorgehen stört. Da gibt es schon Polizisten, die verstanden haben, dass Repressionen nicht funktionieren, aber gerade dieser Punkt, dass da Polizeikräfte verschwendet werden, jeden Tag sind zehntausende Polizisten damit beschäftigt, für den Papierkorb zu arbeiten. Die möchten in der Zeit auch lieber was Vernünftiges machen. Und jetzt 1994, ich habe mich jetzt auch 98 getäuscht, und seitdem liegt es ja prinzipiell als Steilvorlage für alle Politiker auf dem Tisch? Es gab eine Diskussion darüber, was ist denn eine geringe Menge? Der Polizeirecht ist Ländersache, deshalb haben alle 16 Bundesländer unterschiedliche Regelungen erlassen, was denn eine geringe Menge ist. Das ging dann damals Mitte der 90er von 0 Gramm in Bayern bis 30 Gramm in Schleswig-Holstein. Und dann gab es eine lange juristische Diskussion darüber, ob es da eine Ungleichbehandlung der Konsumenten gibt, weil wir in Deutschland ja einen einheitlichen Rechtsraum anstreben. Die SPD, damals noch unter Otto Schily, hat zum Beispiel im Wahlkampf 1998 dann einen Vorschlag eingebracht in den Bundestag, nachdem die geringe Menge bundeseinheitlich auf 15 Gramm gesetzt werden sollte.
nach der Wahl Rot-Grün konnte sich leider nicht mehr daran erinnern, dass dieser Vorschlag mal auf dem Tableau war. Im Endeffekt haben wir heute immer noch sehr unterschiedliche Regelungen, aber man nähert sich den 6 Gramm an. Berlin ist da ein bisschen liberaler. Wir haben in Berlin die 10 plus 5 Gramm Regelung, das heißt bis 9-10 Gramm wird ein Verfahren wegen Cannabis, wenn es nur um Eigenbedarf geht und kein Wiederholungstäter ist und kein Jugendlicher betroffen ist, in der Regel eingestellt. Bis 15 Gramm kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung absehen, aber ob sie das macht, bleibt ihr überlassen. In südlicheren Bundesländern sind die Regelungen dann bei 6 Gramm, aber der Ermittlungsaufwand, der betrieben wird, bis der Staatsanwalt das Verfahren einstellt, ist ungleich höher. Wenn ich in Bayern, hier sind ja viele Nürnberger beim Piratorama mit dabei, die können das sicherlich berichten, wenn man damit 1-2 Gramm erwischt wird, dann ist in der Regel eine Hausdurchsuchung fällig, in der Hoffnung, dass man da mehr findet, um über diese Schmerzgrenze der geringen Menge hinauszukommen und den Leuten auch was zu können. Ja, wir hatten gerade einen entfernten Freund in München, der hat nur eine einzige Tüte dabei gehabt und er ist jetzt, also Hausdurchsuchung natürlich, und ansonsten ist er jetzt bei 750 Euro Strafe gelandet. Das ist ganz schön heftig dafür, dass man irgendwie des Abends an der Isar seinen Feierabend genießen möchte und hat eigentlich nichts mit dem Sinn dieses Gesetzes zu tun, irgendjemand davon abzuhalten. Es ist ja noch perverser, wenn die Leute nämlich entscheiden, sich von dem Schwarzmarkt zu lösen und der Mafia das Geld nicht mehr zu geben und den Eigenanbau von Cannabis praktizieren. Das ist relativ leicht möglich. Jeder, der so eine Topfpflanze pflegen kann, kann sich zu Hause auch Marihuana und Haschisch herstellen. Wenn die versuchen, da die kriminellen Strukturen zu verlassen, dann werden sie vom deutschen Gesetz noch härter bestraft als die Leute, die auf den Schwarzmarkt gehen und der Mafia dann das Geld in die Taschen spülen, die dafür sorgen, dass es sich lohnt, Krieg um Drogen zu führen. Also hier kommt eine Frage direkt aus dem Netz. Was denkst du, ist der Grund, warum die Drogenpolitik so ist, wie sie ist? Also cui bono, zu wessen Gunsten ist diese Politik der momentanen Gesetze? Ach ja, und das ist jetzt eine Frage, glaube ich, an die Piraten. Warum heißt es suchtpolitisches Programm bei den Piraten und nicht konsumentenpolitisches Programm? Das liegt daran, dass man Drogenpolitik ja auch für Nicht-Konsumenten machen muss. Es geht ja darum, den Leuten zu erklären, warum das besser ist. Und die meisten Menschen da draußen sind halt Nicht-Konsumenten. Wenn man da Politik nur für Konsumenten machen würde, dann verfehlt die ihre Politik. Es gilt, Drogenpolitik zu machen, die Schaden von der Gesellschaft abwendet. Und das ist für mich und für viele innerhalb der Piratenpartei eine Politik, die sich darauf konzentriert, Schaden zu minimieren, riskante Konsumformen zu verhindern durch Prävention, die ehrlich über positive und negative Seiten informiert und die dadurch glaubwürdiger ist. Es gibt den interessanten Ansatz, da einfach Rauschkunde in der Schule zu etablieren, so wie wir Sexualaufklärung machen. Bevor die Kinder den ersten Porno auf dem Handy haben, müssen wir auch eine Drogenaufklärung in der Schule anbieten, bevor die das erste Mal einen Joint in der Hand haben oder eine Nase Speed ziehen oder Ritalin als Leistungspusher missbrauchen. Das gibt die Möglichkeiten, sich mit Substanzen zu manipulieren, sind gar vielfältig und die werden wir nicht wegkriegen, wenn wir so tun, als könnten wir das Problem mit Strafe lösen. Es gibt hier nochmal eine direkte Frage zu den Pflanzen, zum Eigenanbau. Es gibt da mehrere Modelle, so die in der Diskussion stehen, wie man das lösen, regeln könnte. Und in Deutschland hat sich auch ein mini bisschen was getan, um überhaupt an Cannabis als Medizin. Aber erstmal vielleicht die Frage, gibt es irgendeine Bewegung oder irgendeine Idee, einen Fortschritt, also sozusagen, dass es leichter wird, selber zu growen? In Deutschland gibt es keine politische Bewegung, die man messen könnte. Es gibt bei den kleinen Parteien viele Leute, die laut darüber nachdenken, wie man das anders machen könnte. Es gibt das Modell der Cannabis Social Clubs, das jetzt die Piraten zum Beispiel für Berlin ausprobieren wollen. Das sind Zusammenschlüsse von Konsumenten, die sich gemeinsam das Gras anbauen und verteilen. Das Modell hat auch Schwachpunkte, das will ich nicht verschweigen. Es hilft zum Beispiel den gelegentlichen Konsumenten nicht, weil die halt keinen Bedarf haben, der groß genug wäre, dass man sie in Cannabis Social Clubs organisieren müsste.
Es gibt bei den Grünen das Modell der Drogenfachgeschäfte, das auch seine Probleme hat, weil es halt keinen legalen Beschaffungsweg für diese Drogenfachgeschäfte geben würde. Man kann ja nicht einfach das beschlagnahmte Marihuana nehmen und wieder verkaufen als Staat oder sowas. Und aktuell baut in Europa nur die Niederlande offiziell Cannabis an, dass man einem Kiffer in die Hand drücken könnte. Das ist ja auch das, was die Patienten kriegen. Wenn, wir haben in Deutschland so 60 Konsumenten, Schmerzpatienten, Multiple Sklerose-Kranke oder sowas, die können Cannabis über Apotheken aus den Niederlanden beziehen. Solche Modelle gibt es unterschiedliche. Es ist fraglich, ob man die großen Parteien SPD, CDU dazu bringt, so ein Modell versucht zu wagen. Gerade in Berlin, das ja von den anderen Bundesländern immer ein bisschen kritisch beäugt wird, weil es sowieso als liberal und Partystadt gilt. Vielleicht wäre es besser, wenn man die Piraten in Bayern da zu kriegen könnte, ins Parlament zu rutschen, um dann in Bayern in einem konservativen Land sowas zu probieren. Weil wenn das da klappt, dann klappt es überall in Deutschland. Was in Berlin funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch in Bayern gut gehen. Von den Modellen für den Eigenanbau beziehungsweise für die Selbstversorgung, hast du da eins, was du präferierst, oder sagst du, nee, ich möchte mich jetzt noch nicht festlegen, muss man erst ausprobieren? Ich glaube, das, was am einfachsten umzusetzen wäre, das wären die Cannabis Social Clubs. Wenn es da einen politischen Willen gibt, könnte man das morgen beginnen. Die Technologie, die Leute, die dafür in Frage kommen, das ist alles da. Aber das kann nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem vollständig legalisierten Markt sein, weil wir es uns einfach nicht länger leisten können, da die falsche Politik zu machen. Und wir müssen halt da vorsichtige Schritte gehen, gerade weil das Verbot jetzt schon 40 Jahre besteht und viele einfach eine Welt mit legalem Cannabis nicht kennen und Angst davor haben, muss man dann sehr viel behutsame Aufklärungsarbeit leisten und lieber zwei-, dreimal die Sachen erzählen, als einmal zu wenig und die Menschen zu überfordern. Ich kann das verstehen, wir haben halt 40 Jahre Propaganda gekriegt, einseitige Informationen, keine klassische Aufklärung, nichts, was die Menschen in die Lage versetzt, selbst zu urteilen, sondern ein Urteil vorweggenommen, und das ist eine schwierige Ausgangsposition für eine ehrliche Debatte. Auf Dauer werden es sicherlich Fachgeschäfte werden. So wie ein Tabakwarenladen oder sowas. Ich bin ein Freund davon, Rauschmittel aus Supermärkten rauszuholen, aber das sehe ich auch nicht so eng. Ich kann mir vorstellen, dass die Gesellschaft auch mit Cannabis von Aldi existieren kann, ohne größere Probleme. Ich wünsche es mir nicht. Ich wünsche mir eine Drogenkultur, und das muss eine Genusskultur sein. Und eine Genuss- und Massenabfertigung, da habe ich so meine Verständnisprobleme. Werbung für Rauschmittel ist eine sehr, sehr kritische Sache. Die haben eine gute Mund-zu-Mund-Propaganda und mehr braucht es da nicht. Jetzt mal ein bisschen weg von dem Thema hin zum Thema Hanfparade. Mhm. Dieses Jahr war eigentlich gute Stimmung, gut besucht, gut beworben, aber es gab Stress mit der Anmeldung bzw. mit der Umsetzung der Anmeldung. Kannst du da was erzählen? Wir hatten dieses Jahr eine sehr zweigeteilte Hanfparaden-Erfahrung. Die Besucher waren weit, weit überwiegend sehr zufrieden, hatten einen schönen Tag, aber die Veranstalter und die rund 100 Aktiven, die so einen Hanfparadetag möglich machen, die waren hinterher ganz schlecht gelaunt, weil wir massiv juristische Probleme mit der Berliner Versammlungsbehörde hatten. An dieser Stelle sei Herr Hass gegrüßt, mit dem wir uns auch dann demnächst wieder vor Gericht beschäftigen werden. Die haben letztlich gesagt, dass die Hanfparade eine kommerzielle Veranstaltung ist und uns weite Teile der Abschlusskundgebung verboten. Auf der Hanfparade haben wir uns dem Dreiklang Rohstoff, Medizin und Genussmittel verschrieben und versuchen das auch auf der Veranstaltung abzubilden. Deshalb gibt es da ein Forum für Hanfmedizin, wo Patienten und Ärzte die Leute darüber informieren, was die Möglichkeiten von Cannabis als Medizin sind und welche politischen Initiativen es da gibt, und wir haben das gleiche auch in dem Nutzhanfareal für den Rohstoff, die Kulturpflanze, Cannabis in den verschiedenen Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben, als Dämmstoff, Papier, Kleidung, Kosmetik, Lebensmittel, was auch immer. Und das sei angeblich kommerziell, hat die Versammlungsbehörde dann im 15. Jahr der Hanfparade auf einmal festgestellt.
Den Trick, den die benutzt haben, ist, sich unsere sehr umfangreiche Dokumentation, wie wir die Veranstaltung organisieren, wie wir sie finanzieren etc., kann man alles auf der Webseite nachlesen. Wir arbeiten da mit offenem Visier, so habe ich das am liebsten. Und da haben die sich die Halbsätze rausgegriffen, die kommerziell klingen. Zum Beispiel haben sie sich darüber beschwert, dass wir Sponsoren haben, für die es zwei Klassen gibt, nämlich Silber und Gold. Und die Goldsponsoren kriegen größere Logos auf den Postern und Flyern. Und das ist ja wohl ein eindeutiger Hinweis darauf, dass es kommerziell ist. Dass es in Wirklichkeit lediglich darum geht, die Veranstaltung zu finanzieren, dass da ausschließlich ehrenamtlich gearbeitet wird und dass keiner Geld damit verdient und dass es da auch für die Sponsoren keinen klassischen kommerziellen Anreiz gibt, sondern dass so eine Greenwashing-Kampagne letztendlich ist. Sie können dann sagen, hier, ich tue doch was für die Legalisierung, kauf mein Produkt. Das hat die Versammlungsbehörde nicht verstanden. Wir sind dabei, ein Anwalt bereitet den Fall gerade auf und so Mitte Oktober wird die Klage wohl eingereicht werden, in der Hoffnung, die Versammlungsbehörde dann zumindest nachträglich noch vom Gericht zurechtgestutzt zu kriegen, damit die uns im nächsten Jahr die Handparade nicht wieder verbieten können und damit auch der Spielraum für andere politische Demonstrationen in der Stadt wieder ein bisschen breiter wird. Es ist augenscheinlich, dass die Versammlungsbehörde gerade eine politische Anweisung hat, das Demonstrationsrecht naja, einzuschränken, ist jetzt schon wieder eine harte Formulierung, die man mir im Zweifelsfall juristisch vorwerfen könnte, aber letztendlich tun sie genau das. Sie versuchen, Möglichkeiten zu finden, Demonstrationen das Leben schwer zu machen. Sei es nun Acampada oder die Fuck Parade oder die Hanfparade oder. Wer heutzutage in Berlin eine Demonstration anmeldet, der hat es schwer, es sei denn, er ist der DGB. Hier gibt es noch zwei kleine Fragen zur Hanfparade. Das Konzept nächstes Jahr wird sich ändern oder ist da schon was? Da ist noch nichts spruchreif. Jeder, der möchte, ist herzlich dazu eingeladen, uns dienstags ab 19 Uhr im Hanfmuseum zu besuchen und an der Hanfparade mitzuarbeiten. Nur ausgerechnet jetzt den Dienstag in zwei Tagen nicht, weil wir da so ein bisschen Teamfindungsbespaßung in einer Kneipe, nämlich der Küste im RRW-Tempel machen. Auch da kann man uns besuchen, aber da wird halt ausnahmsweise nicht gearbeitet. Ansonsten immer dienstags im Hanfmuseum. Wir müssen bis Ende Oktober, wenn die nächste Hanfmesse in Wien ist, das ist für uns so ein Stichtag, wo wir dann wieder auf Sponsorenjagd gehen, bis dahin müssen wir ein fertiges Konzept haben im Prinzip. Also wenn Mitarbeit, dann jetzt. Wir diskutieren viel öffentlich, aber das machen halt die mit, die da aktiv werden, die treffen dann auch die Entscheidung. Aber es gibt jetzt nicht einen konkreten Plan, das Konzept jetzt auf jeden Fall zu ändern, sondern im Prinzip ist das in dem Das Plan. Wird in dem Team ganz offen diskutiert. Da sind wir auch noch nicht so weit, dass ich jetzt irgendwas verraten könnte. Okay. Das wäre dann nur meine eigene Meinung und die ist nicht maßgeblich. Dann hier noch eine kleine Frage so zum politischen Engagement, zu der Lobbyarbeit als solches. Hast du schon Politiker überzeugt? Hast du Beispiele, wo du sozusagen was hingekniffen hast, wo es was gewirkt hat? Da ist jetzt wieder so ein Problem. Wenn dem so wäre, dann müsste ich den Leuten ja unterstellen, dass sie nicht von alleine denken können. Ich habe Kommunikation mit vielen Politikern, zum Beispiel mit Barbara Seid von der Linkspartei. Wenn die eine Frage hat, dann fragt sie mich. Ich habe Kontakte zu den Grünen, einzelnen Vertretern davon. Benelux zum Beispiel ist jemand, der mich fragt, wenn er was machen möchte, ob ich das dufte finde oder nicht. Bei den Piraten ist jetzt Heide Hagen zum Beispiel mein Ansprechpartner, wo ich mich dann auch melde, wenn ich das Gefühl habe, dass da eine Fehlentwicklung ist. Aber ich nehme nicht für mich in Anspruch, dass da jemand wegen meinem Engagement seine Meinung irgendwie revidiert hätte. Da so wichtig bin ich, glaube ich, nicht. So wichtig ist das Thema letztendlich im politischen Alltag. Immerhin hast du ein Buch geschrieben, das viele Menschen mittlerweile gelesen haben. Hoffentlich, ja. Also ich wünsche mir, es wäre mehr. Eigenpromotion. Ja, das Buch heißt Rauschzeichen. Cannabis, alles was man missen muss, ist vor 3 Jahren bei Kiwi erschienen. Nichtsdestotrotz noch aktuell. Ein paar Namen haben sich geändert, aber die Politik der Drogenbeauftragten hat leider mit ihrem Namen nur wenig zu tun. Die bleibt altbacken bis dümmlich. Aktuelle Beispiele sind diese ganzen synthetischen Cannabinoide, Spice und Co. Weil da hat die Politik auch keine Ahnung, was da tatsächlich gefährlich ist oder nicht. Deshalb wird es einfach mal pauschal verboten. Leute kriminalisieren ist das Einzige, was die können.
informieren über das Buch kann man sich auf rauschzeichen.de oder auf meiner eigenen Webseite usualredarn.de. Im Zweifel gebt einfach Steffen und Cannabis bei Google ein, das bin ich. Hier sind noch zwei Fragen. A, was schlägst du den Piraten konkret vor? Also du hast ja jetzt schon ein bisschen im Programm mitgewirkt, ja. Und das sagt ja schon viel als konkreten Schritt. Also angenommen, die Prognose wird übertroffen, Piratenpartei 51%. Heide wird berufen als Gesundheitssenatorin und muss Drogenpolitik umsetzen. Dann sollte sie Hans Kusto oder mich oder Tibor Harrach, irgendeinen ausgewiesenen Experten, von mir aus auch Professor Dieter Kleiber von der Charité, also einen Fachmann zum Drogenbeauftragten der Stadt machen. Es wird Zeit, dass da mal jemand sitzt, der Sachverstand hat und nicht jemand, der aufgrund von Parteiarbeit und Zugehörigkeit auch noch einen Posten brauchte. Und dann mutige Schritte ausprobieren. Man kann fast nichts machen, was schlechter ist als die gegenwärtige Politik. Ich wäre ganz massiv dafür, dass man irgendeine Form von Modellversuch zu Cannabis macht. So, Cannabis Social Clubs könnte man morgen machen. Ich kenne genügend Leute in der Stadt, die übermorgen den ersten Shop anmelden würden. Auch Cannabis-Fachgeschäfte könnte man ausprobieren. Da muss man aber sehr, sehr die Hühneraugen noch zudrücken als Rechtsstaat. Da bräuchte es eine Menge staatsanwaltschaftliche Überzeugungsarbeit, dass die Polizei an den richtigen Stellen die Augen zumacht. Deshalb kann ich mir das nicht so vorstellen. Und dann Bundesratsinitiativen, den anderen Bundesländern klar machen, wie viel Geld sie verdienen könnten mit legalen Rauschmitteln, wie viel Geld man sparen könnte. Wenn das nächste Mal über die Pkw-Maut diskutiert wird, dann zum Beispiel Cannabis-Steuern in den Raum werfen. Hier wurde nochmal nachkonkretisiert, also 51% haben wir jetzt abgeklärt. Was mit 5%, was hältst du da für sinnvoll? Und jetzt muss ich noch für mich eine kleine Frage. Könnte das Backoffice mir mein Netzteil hier organisieren aus der Küche? Mein Akku ist gerade am Absterben. Bitte, bitte das Netzteil, das Backoffice bitte. Danke. Und lass uns weiter unterhalten. Also was sollen wir als 5%-Partei machen? Diejenigen im Parlament unterstützen, die liberaler denken als andere. Auch in der SPD gibt es Leute, die den Mut haben, out of the box zu denken und neue Konzepte zumindest mal durchzusprechen. Und mit denen muss man dann arbeiten, denen muss man Material in die Hand geben und die Möglichkeit nutzen, die ich als Lobbyist nicht habe, nämlich im Parlament aktiv werden. Jeder Antrag, der da öffentlich diskutiert wird, führt zwangsläufig bei anderen Abgeordneten dazu, dass die anfangen zu denken. Vielfach scheitert das ja einfach daran, dass sie nicht sehen, dass da überhaupt ein Handlungsbedarf ist. Das ist schon mal was relativ Konkretes. Ich habe jetzt hier ein bisschen die nächste Frage verscrollt. So, hier eine kleine Definitionsfrage, weil du ja tatsächlich im Berliner Programm auch wirklich firm bist. Hier ist, ich gehe davon aus, dass unter der Suchtpolitik zum Beispiel fallen würde, dass eine Aufklärung über süchtig machende Stoffe jeglicher Art stattfinden würde. Meinen das die Berliner Piraten so? Kann mir das einer bestätigen? Also es gibt in dem Programm explizit keine Trennung zwischen legalen und illegalisierten Rauschmitteln. Wenn von einer Substanz Gefahren ausgehen, insbesondere halt Abhängigkeitserkrankungen, dann muss die automatisch in Teil der Präventionsarbeit sein und darf nicht ignoriert werden, nur weil sie vielleicht an jeder Ecke zu haben ist. Das schließt für mich auch Alkohol, Tabak, Koffein zum Beispiel ist die unterschätzteste Substanz, die wir so in unseren Alltag integriert haben. Wenn man sich überlegt, wie viel Cola Kinder trinken, ganz selbstverständlich, und Energydrinks und solche Sachen. Das muss da rein. Drug-Checking für Amphetamine, Ecstasy, Kokain, Heroin, die großen gefährlichen Substanzen, die wir trotzdem vergleichsweise regelmäßig in unserem Alltag wiederfinden. Ja, da ist schon eine Menge, was man über Nacht anders und besser machen kann. Unabhängig davon, ob eine Substanz legal ist oder nicht. Präventionsarbeit geht ja darum, riskanten Konsum zu verhindern, und riskanten Konsum kann man auch mit vermeintlich ungefährlichen Dingen haben. Absolut. Also ich glaube, dass die Piraten da glaube ich relativ aufnahmefähig sind.
eben auch in der Hinsicht, da einfach pragmatische Politik in Berlin zu machen. Ja, und wenn Sie sie nicht selbst machen können, dann doch anstoßen. Da immer wieder kleine Anfragen stellen und Vorschläge machen, Gesetzesinitiativen einbringen, und damit die anderen gezwungen sind, sich dazu zu positionieren. Weil das Nachdenken führt in diesem Thema fast zwangsläufig dazu, dass man Legalisierer wird. Jemand, der bei Verstand ist, kann das Elend, das die Repression verursacht, nicht ignorieren. Jetzt habe ich hier noch zwei interessante Fragen. Die erste Frage ist, glaubst du nicht, dass viele Politiker einer offeneren Drogenpolitik positiv gegenüberstehen, dies aber nicht äußern, weil die Gesellschaft Drogen immer noch für negativ besetzt hält? Daran kann man ja arbeiten. Ich konsumiere Drogen, ich fühle mich nicht negativ besetzt, und es gibt da draußen Millionen, die das gleich tun, und die sind ja auch ein Potenzial. Das sind ja auch Bürger, die ihre Freiheitsrechte und Menschenrechte haben. Die werden zurzeit noch ignoriert. Ich bin guter Dinge, dass zu meinen Lebzeiten das Hanfverbot noch fallen wird. Kein falsches Verbot besteht ewig. Frauen dürfen wählen und irgendwann dürfen Kiffer auch wieder legal einkaufen. Gut, hier ist noch so eine Zwischenfrage, ob du noch was über hast. Aber die eigentliche Frage ist die andere Frage, die nachkam. Hier hat immer noch ein Mitchatter ein kleines Problem damit, also Präventionsarbeit hin oder her. Wir haben immer noch starke Probleme mit Jugendlichen, die Zigaretten und Alkoholexzesse erleben. Sollte man nicht zuerst das regeln, bevor man eine weitere Droge legalisiert? Der Gedankenfehler dieser Argumentation ist für mich, dass es darum ginge, einen neuen Markt zu eröffnen. Aber der Drogenmarkt existiert. Wir haben 4 Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland und 1 Million Menschen, die im letzten Jahr Ecstasy konsumiert haben. Wir haben Hunderttausende Kokainkonsumenten und Amphetaminkonsumenten. Und wenn wir deren Stellung verbessern wollen, dann müssen wir sie aus dem Schwarzmarkt rausholen. Wir müssen die soziale Ächtung beenden und sie wieder als unsere Brüder und Väter und Schwestern und Töchter in Empfang nehmen, in die Arme schließen, ist besser als ausgrenzen. Und wenn jetzt morgen Cannabis legal wäre, natürlich würden in den ersten Wochen vielleicht ein paar Leute das ausprobieren, die das bis jetzt nicht getan haben. Aber ich möchte wetten, dass wir in einem Jahr nicht mehr Cannabiskonsumenten hätten, als wir heute sowieso haben. Es wären nur 4 Millionen Cannabiskonsumenten, die weniger Probleme mit ihrem Konsum haben werden. Danke für die Antwort von dem Chat-Teilnehmer. Also das war, er ist anscheinend sehr zufrieden, dass du darauf gleich eingegangen bist. So, ich würde jetzt nochmal darauf hinweisen, jetzt eine letzte Fragenrunde, weil der Steffen ist nämlich tatsächlich, hat auch ein Privatleben. Gelegentlich, ja. Ja, neben dem Aktivismus, neben einem vollen ehrenamtlichen Kalender, muss man ab und zu mal nach Hause und tatsächlich seine wirklich privaten Kontakte pflegen. Und ich würde ihn jetzt auch tatsächlich bald hier sozusagen zum Ende kommen lassen. Wenn jetzt noch irgendwie die eine oder andere Frage da ist, dann jetzt noch ein, zwei Fragen stellen und dann geht es auch weiter im Programm. So, und es ist gleich reingekommen, toll Steffen, dass du das seit Jahren machst, weiter so. Na, das scheint ja positiv zu sein. Es ist auch für mich spürbar, dass das Interesse an diesem Thema wächst. Es ist jetzt noch nicht so weit, dass ich eine nüchterne Prognose darüber abgeben kann, wann wir tatsächlich legale Zustände erreichen werden. Aber zum Beispiel der Blick in die USA oder nach Spanien oder nach Belgien, nach Tschechien, nach Polen, der lässt doch darauf hoffen, dass sich da was bewegt im Moment. Daran habe ich einen klitzekleinen Anteil, aber halt auch einen Anteil. Das ist ein guter Abschluss für Sonntagabend. Ich denke, wir sollten für heute tatsächlich unser Privatleben nachgehen. Danke, dass du hier warst. Du bist mir wieder herzlich willkommen. Ist auch schön, hier in Berlin zu sein, weil man dich hier am besten trifft. Ja, ich freue mich auch, wenn ich mal wieder kommen darf. Ansonsten sieht man sich auf YouTube oder auf meiner Webseite oder überall da, wo ergebnisoffen über Drogen diskutiert wird. Und wir werden auch diesen Beitrag dann nochmal kurz zusammenschneiden und bei YouTube hochstellen und auf unserem Server hochstellen. Und gerne freuen wir uns, wenn mehr Feedback kommt, wenn mehr
Rückfragen kommen noch zu dem Thema, dann gehen wir gleich wieder auf den Steffen zu, nicht los, und dann klärt sich wieder gleich einiges. Also ihr seid im Prinzip diejenigen, die hier Programm machen. Wir werden auch morgen bei der Firma Jurasoft anrufen und nachfragen, warum sie den Piraten 20.000 Euro gespendet haben, nachdem hier mindestens 20 Leute das wissen wollten. Das ist der Auftrag für morgen. Für heute sage ich schon mal einen chilligen Abend und bis gleich wieder im Nachtprogramm. Schnell ich eure Hände sehen, ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen, ein Blatt vom Mund des Senders wegen.